Also in meinem Studium gefallen mir sehr, sehr viele Sachen besonders gut. Natürlich einerseits das Thema Physik, was echt super ist, macht unheimlich Spaß, sich Phänomene zu erklären, zum Beispiel, warum ist der Himmel blau, warum klebt die Wäsche in der Waschmaschine, wenn man sie aufmacht am Rand und nicht in einem Klumpen am Boden. In der Schule gibt es oftmals so die Meinung, dass Mathe und Physik nicht cool genug ist oder dass es nicht Spaß macht. Und hier im Studium trifft man Leute, die trotzdem die Passion mit einem teilen, Physik und Mathe zu machen. And it's very interesting to have our experience in research field and how offered the research field for the master students. So 1 year we can go for the exams and another year is like a research oriented things. So we'll get to know experience in the research field. Also mir hat immer besonders gut die Theorie gefallen. Das heißt, ich kann eigentlich unabhängig vom Dozenten alle Theorie im Vorlesungen sehr empfehlen. Besonders gut hat mir die theoretische Elektrodynamik gefallen und auch im darauffolgenden Semester die theoretische Quantenmechanik. Sonst als Wahlpflichtfach fand ich ganz gut komplexe Systeme, 1, 2 und 3 auch. Das ist so ein bisschen was Fächerübergreifendes, das Biologie, Physik zusammenbringt. Eine weitere Veranstaltung, die ich empfehlen kann, ist das Physikalische Kolloquium. Bei diesem physikalischen Kolloquium werden Professoren aus unterschiedlichen Universitäten, teilweise von der ganzen Welt eingeladen, die einen Vortrag über ihre Forschung halten, aber jetzt nicht ganz komplizierte Sachverhalte, sondern sie versuchen es runter zu reduzieren auf einen relativ einfachen Sachverhalt, um das auch den jüngeren Studenten, die jetzt noch nicht ihren Bachelorabschluss zum Beispiel haben, klar darzustellen. When I was in Germany first time, when I got the admission in FAU, and in starting searching for the classroom, searching for the welcome center, it was difficult. It was quite difficult. And when you ask people, you'll get different information from the people. But then later I realized that on website everything is available. You know, on Universe, on Mind Campus, and you'll get each and everything, the location, your room number, the professor, the faculty contacts. So you no need to ask anybody. You should have a good habit of reading. Go on the internet, search for the university, and you'll get all kind of information. That's what I got the solution instead of asking some other people. Die ersten zwei Semester, um sich von der Physik, die man so vielleicht in der Schule hatte, abzugewöhnen und eine neue Denkweise zu bekommen für die Physik, die an der Universität losgeht und auch für die Mathematik und sich auch einfach erstmal an das Konzept Uni, okay, ich bin jetzt für mich selbst verantwortlich zu gewöhnen und ich muss mir eine eigene Lernstrategie überlegen, wie ich mich selbst strukturiere. Das waren für mich die Schwierigkeiten, aber da wächst man auch selber mit den Aufgaben dran und kann das dann für sich selbst gut bewältigen.